Hallo ihr Lieben, ich melde mich schon wieder mit dem nächsten Unpacking. Ich hatte ja gesagt, dass jetzt noch ein paar Bilder von Tini ankommen. Heute ist wieder eins angekommen. Ich hatte gehofft, dass die letzten beiden zusammen ankommen, aber da machen wir halt zwei Videos von. Ich gucke jetzt auch extra vorher gar nicht, welches jetzt überhaupt gekommen ist. Da lasse ich mich jetzt selbst mal überraschen. Jetzt sehe ich es doch schon am Coverminder. Jetzt ist sogar das zuerst angekommen, was ich später bestellt habe. Ist ja auch komisch, ne? Und bei dem anderen kam nämlich heute Nachricht, verspätete Lieferung. Also von der Post jetzt, nicht von Tini. So, dann schauen wir doch mal. Ja, dieses Bild, da hatte ich jetzt auch schon länger drauf gewartet, dass sie das online stellt, so wie viele andere auch. Als sie ihre Bildermappe gezeigt hat, da war das Bild drin, gepainted. Und ab da war irgendwie jeder fasziniert von dem Bild. Und jetzt hat sie es aber letzte Woche online gestellt. Und zwar spreche ich von dem süßen Blackie. Und zeige ich euch schon mal den Coverminder. Das ist Blackie. Und dann schauen wir uns das Bild doch auch gleich an. Es wird wahrscheinlich sehr dunkel sein, würde ich mal bei Blackie behaupten. Es ist auch wieder, ich glaube, irgendwie habe ich nur noch Bilder von Sandrietta im Moment. So, Toolkit, Steinchen und die Leinwand. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich habe das Bild ja selbst noch nicht. Aber es ist gar nicht so dunkel. Das ist eigentlich mehr so blau, ne? Da macht mir ja Hoffnung, dass es nicht so viel schwarz ist. Hier sieht es eigentlich dunkler aus, ne? 310 ist dabei, ist klar. 35 Farben hat auch dieses Bild. Im Moment verschreiben die sich irgendwie immer mit Square Stones. Da drehen die immer das A und das U um. Finde ich ganz witzig, dass das jetzt schon bei mehreren Bildern war. Und, aber das ist ja ganz egal. So, das ist auf jeden Fall Blackie. Ist der nicht süß? So. Klebekraft ist wie immer super. Gar nichts zu meckern. Aber da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall die Farben angucken. Es hat auch zwei AB-Farben und zwei Metallic-Steine, glaube ich. Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Immer dieses Knistern, ne? Ich möchte euch natürlich auch den Squishy nicht vorenthalten. Ich warte hier immer noch, dass ich auch den Pudel kriege. Weil wir haben ja auch einen Pudel. Das hier, erst hatte ich gedacht, es könnte ein Elefant sein. Jetzt sieht es mir doch eher aus wie ein Nasenbär. Und ja, wir schauen uns die Steine mal an. Das sind normale Steine, keine Strasssteine. So, jetzt will ich erstmal gucken, wie viel 310. Ja, aber wir gehen der Reihe nach. Jetzt irgendwie ganz komisch. Ich habe gerade nämlich Flora abgedreht. Das ist ja ein Strassbild. Jetzt kommen einem die Steine so unscheinbar vor. Die 939 ist 6-7 Mal dabei. So. Die 3799, das ist ein Grau, ist auch 5, 6, 7 Mal dabei. Hier, das ist ein Metallicstein. Ist der nicht cool? Wo kommt der denn hin? Das schauen wir uns doch mal eben an. Das ist das P hier in den Tatzen. In den Tatzen und hier im Gesicht bei den Hörnern. Cool. Die zweite Spezialfarbe, oh, die sieht auch geil aus, wie so ein Kupfer, ne? Wie so ein Kupfermetallic.
Und das kommt ja, wo kommt das denn hin? Das ist die Umrandung von den Pfoten, von den Tatzen. Könnt ihr gleich sehen, wo ich jetzt bei bin. Hier, da sind beide Metallicsteine drin. Ja, cool. Und dann kommt noch die 743 als AB. Und die 5200 ist aber sehr wenig an AB. Das ist nicht viel. Das ist nur hier immer eins ganz versetzt, ein Steinchen. Das ist nicht viel. Ja. Hier nochmal Blackie als Coverminder. Ja, echt süß. Dann noch mit seinen Hörnern auf dem Kopf. Und es ist wirklich ein... Doch, das kann man sagen. Es ist ein Color-Blocking-Bild. Endlich mal wieder. Ich habe im Moment so viel Konfetti-Bilder. Nee, das ist aber mehr Color-Blocking, würde ich behaupten. Das wird man relativ gut wegpainten können. Ja, wie gefällt euch Blackie denn? Jetzt habe ich hier noch gerade ein Squish hier umgeschmissen. Ja, es werden immer mehr in meiner Sammlung. Ja, das ist auf jeden Fall der kleine Blackie. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Würde mich sehr interessieren. Auf ein Bild warte ich jetzt noch. Das wird morgen kommen. Und ja, dann habe ich eigentlich auch erstmal genug. Aber es sind schon wieder so tolle Bilder von ihr angekündigt. Ja, mal schauen, was ich hier noch zu Geld machen kann, damit ich mir die Bilder kaufen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich sehr auf eure Kommentare und auf eure Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss.